Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu SimCity. Wir sind hier gerade am Freiheitsrockel. Natürlich dahinter im Hintergrund sein Stadion und wir haben noch gar keine Veranstaltung gebucht. Warte mal, das machen wir mal. Ich wollte ja die Monster Truck Rally mal testen, ne? Die machen wir mal. So, dann ist hier morgen um 20 Uhr. Morgen um 20 Uhr? Für morgen geplant. Genau, morgen um 20 Uhr steigt dann hier die Party. Und wir haben ja jetzt hier Tag X nach dem kleinen Sonderspecial, was ich da gemacht habe. Das kleine Sonderspecial war irgendwie, ja, weil der Rockel quasi wirklich mit diesem Song plötzlich um die Ecke kam, beziehungsweise mit diesem nachgespielten Song. Ist ja nicht sein Song, muss man ja fairerweise sagen. Aber er hat es halt wirklich irgendwie für mich sehr gut performiert. Und deswegen dachte ich mir, das ist ein, das ist ein Special wert. Das kann man mal machen, weil auch ziemlich geil zu Tibia, man kann sagen, zu SimCity passt, wenn du hier quasi durch die Gegend fliegst und einfach mal guckst. Ach, guck mal, wie der Freiheitsrockel angeleuchtet wird von unten. Ja. Finde ich ja auch hübsch. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Naja, also, jedenfalls, ich habe ja auch das Problem so ein bisschen. Ich meine, wir sind ja hier in Seaside, in Diamond Seaside, eigentlich schon recht weit gekommen. Wir haben so ziemlich alles begrünt und bepflanzt, was wir machen könnten oder was wir machen, was wir maximal noch machen können jetzt hier so, finde ich, vom Ästhetikpunkt her. Also nicht nochmal, nicht vergessen, Sinn dieser Stadt war es ja eigentlich, hier so ein bisschen Ästhetik reinzumachen. Ästhetik ist auch zu weit gesagt. Also ein bisschen hübsch reinzukriegen, also wirklich eine Stadt rauszumachen, so eine kleine Vorstadt von mir aus auch. Es ging in erster Linie nicht darum, hier großartig irgendwie was abzureißen. Wie das aussieht hier, wie kleine Ameisen, ey. Und das um die Zeit, 0.16 Uhr. Naja. Jedenfalls, wie gesagt, hier eigentlich so ein bisschen was für die Optik zu machen. Und neben der Optik, weil es ja auch passt, die Tourismusgeschichte hier so ein bisschen anzukurbeln. Wir haben Stadion quasi jetzt in der Region. Wir haben hier ein paar Sehenswürdigkeiten in der Region. Das finde ich alles nice. Was natürlich nicht so pralle läuft, und das ist natürlich klar, sind hier die Mitarbeiter und die Bevölkerungsdichte, die wir hier haben, die ist eigentlich relativ gering. Um nicht zu sagen, die ist bescheiden. Hier kommt nochmal ein Skyscraper hin. Na, ich hoffe ja, dass hier so peu à peu immer noch mehr Leute reinkommen. Was wir jetzt hier machen könnten in Diamond Seaside, ist natürlich hier noch alles zu pflanzen, aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte, dass wenn man hier quasi vom Stadion in diese Richtung des Doms fährt, dass man hier eigentlich durch einen kleinen Wald fährt. Ist das nett, wollte ich eigentlich noch machen. Ich wollte ja, dass der Wald weg ist. Ich wollte, dass der Wald enger ist. Ich fand diese Straße hier viel zu breit, um ehrlich zu sein. Das Dumme ist, wenn ich die jetzt abreiße, die Straße, mir juckt die ganze Zeit hier die Nase so ein bisschen. Das Dumme ist, wenn ich die abreiße, reiße ich natürlich den Dom ab. Jetzt muss ich mal schnell gucken. 1,7 haben wir noch. Was kostet mich so ein Dom? 50.000 nur? So. Jo. Nein! Wenn ihr nur einen Ton sagt, werde ich böse. Scheiße, Mann! Ach, so weit bekloppt, das kann doch nur mit mir passieren, ne? So, ich wollte, wie gesagt, so eine Straße hier durchziehen und deswegen machen wir die mal so. Nur damit wir das Stadion machen können. Das will ich natürlich hier wieder ran haben. Das Stadium. Stadion, das da, so. Ist das ja... Warum kann ich das jetzt da nicht... Manu! Warum geht das jetzt nicht? Muss ich vielleicht extra... So... So. So. Okay. Muss ich dann diesen? Muss ich dann das? Muss ich dann... Warum geht das jetzt nicht? Och nee, komm. Hat sie die Straße verschoben? Nee. Hier kann ich es hinbauen. Wenn ich es jetzt hier hinbaue, dann ist es doch hier mit dem Rockel-Ding. Jetzt muss ich da auch wieder neu bauen. Ach, Kackies.
mich wirklich sauer. Gleich schmeiße ich alles hin. Moment. Das muss irgendwie anders gehen. Das muss hier vielleicht an der Straße liegen. So. Bauen wir mal eine schöne Straße. Eine gerade vielleicht. So. Vielleicht auch länger. So. Klappt es vielleicht dann. Stadion. Dann klappt es auch nicht. Warum klappt es nicht? Ich verstehe es nicht. Warum kann ich es plötzlich da nicht mehr hinbauen? Obwohl ich es doch vorher eingebaut habe. Manu! Okay, pass auf. Noch ein Versuch. Wir rupfen die Straße wieder ab. Und zwar diese auch. Huch. Ach so, das ist der Tunnel unten. Okay. So. Dann haben wir das hier so. Wie verlegen wir dann die andere Straße? Machen wir das vielleicht so? Eine gerade Strecke? Ich meine, der Rocke sieht ja dann immer noch hübsch aus. Obwohl ich es ehrlich gesagt geschwungen geiler fand. Hm. Kann ich den jetzt hier ranbauen? Immer noch nicht. Alter, ich krieg einen Knall. Wird ja immer besser hier. Was zur Hölle? Also ich muss jetzt hier mal ein bisschen testen. Ich will das Stadion natürlich wieder da haben, ohne dass ich hier drüben alles abreißen muss. Oder den... Ich bin gleich so weit, dass ich hier sage, okay, ich reiße alles komplett ab. Nervt mich das. Das nervt mich, das nervt mich, das nervt mich. Zumal uns langsam auch das Geld ausgeht. Ja. So, das war's mit dem Rockel. Einmal geerntet und schon ist alles für die Katz. So, du kommst jetzt hier mit. Du kriegst hier deinen Bogen. Yeah. Warum ist da unten dieses... Arbeit für ein neues Werk ist in der Stadt im vollen Gange. Ah, okay. Spannend. Hier hat man das so, ne? Pass mal auf. Machen folgendes. Huch, Alter. So. In der Hoffnung, dass ich dann da hinten wieder ganz entspannt und gechillt. Ja, hier. Ich verstehe es nicht. So. Dann klemmt das da. Dann rupfe ich hier das alles nochmal ab. Das ist mir dann auch wurscht. Die Straße kann ich auch abreißen hier. Weil das sieht jetzt auch wieder kacke aus. Ach, ey, was ist dieses Spiel? Was ist das? Das verstehe ich nicht. Mal kann ich mal nicht. Woran liegt's? Ich kann es gerade nicht erklären. So. Ja, dann hier am Arsch. Da rupfe ich das auch wieder ab. Alter. Traumhaft. Echt traumhaft. Ja, ja, ja. Mecker nicht rum. Tschüss. So. Nee, warte mal. So. Ach, das sah mit dieser Doppelstraße eigentlich besser aus. Nur dieser Teil hier hinten. Der hätte anders gemusst. Ach, nerv.
Das fing ja mal wieder super an hier. Das ist jetzt, das nervt mich gerade richtig doll ab. So, macht aber nichts. Wir machen mal hier weiter. Huch, Kultur an. So, ja, jetzt kann ich es hinbauen oder was? Am Arsch, ey. Zack. So. Dann hier wieder der Freiheitsrockel hin. Ich hätte auch gerne hier so einen höheren Bogen. Ah, ich könnte ja, warte mal. Könnte es ja mal so versuchen. Hier eine Street. Da eine Street. Und da eine Street. Ja, so nicht, aber... So irgendwie... Kommst du zumindest näher an die Kante ran. Ja. Okay. Mhm. Ach, was sieht man an den Fetten? Ah, ist das so scheiße. LOL. Auch nicht schlecht. Sehr gut. Gut, gut. Haben wir schon 11.000 hier. Ist ja der Hit. Achso, das Bürgermeisterhaus, wa? Hey, das Bürgermeisterhaus. Dafür brauchen wir natürlich noch ein Häus, also ein Plätzchen. Das setzen wir auch noch in Szene, warte mal. Hier. Da. Touristenattraktion geschlossen. Ja, keine Leute, ne? Ja, genau. Wahrzeichen. Der Dome zu Diamond Seaside. Und der kommt genau dahin. Knips, knips. Limit erreicht. Achso, nee, da. So, und der Freiheitsrockel kommt dahin. Achso, stimmt. Jetzt haben wir die ganzen Parks natürlich ausgespart, wa? Finde ich auch nicht so verkehrt. War mir eh ein Dorn im Auge. So, jetzt ein bisschen mittig konzentriert hier. So, so. Nee, warte mal. So, so, so. Hier so hin. Schon wieder 500.000 weg. Alter, leck mich. Zack, wir sind unter einer Million. Ach du Gott. Wir können gleich nichts mehr bauen. Ich befürchte es. Ich befürchte es. Wir müssen also bald nach da drüben mal wieder ein bisschen Kohle scheffeln. Was wir dann wieder hier rüber transferieren. Das heißt, wir werden wahrscheinlich 1, 2 Folgen da drüben fabrizieren. Warte mal. Das machen wir mal hier. Zack. Natürlich ein Schild hin. Natürlich gegenüber. So. Okay. Das hätten wir schon mal. Ist der Freiheitsrocke? Guckt er in die falsche Richtung? Nee, guckt in die richtige Richtung. Guckt nach unten. Guckt auf die Stadt. Huch. Sehr gut. Was wir jetzt noch machen können, was wir jetzt noch machen müssen. Zum einen Busstations. Das ist doch klar. Hier natürlich und hier. Und hier. Na ja, komm, können Sie einmal rum. Boah. Ach so, natürlich auch hier hinten. Sonst kommt ja da keiner an. Schwupp. Bitteschön. Direkt vor der Tür. Und jetzt steht es auch ein bisschen mehr an der Kante dran. Finde ich ehrlich gesagt, hätte natürlich ein Stück einen Ticken rüber gekonnt. Aber für 50.000 können wir das ja gerne nochmal abreißen und dann einfach die Straße hier ein bisschen, zack, ein bisschen kurviger gestalten, beziehungsweise ein bisschen weiter rüber knallen. So, dann machen wir hier noch eins. Hier müssen noch ein paar Parks hin. Und zwar... hatte ich vor, Plaza einen richtig fetten großen, weil jetzt haben wir hier so viel Platz. Platz. Nee, warte mal, klassisch. Amphitheater. Den Gedenkpark könnte man jetzt hier hinpflanzen. Theoretisch. Also, hier eigentlich. Nee, doof. Riesenbrunnenpark.
Glitzerbeckenpark. Nein, der Part ist jetzt nicht um. Ich sag, wann der Part um ist. Moment. Park mit kleinem Brunnen. So, nee. Ah, nehmen wir den mal. So, einmal da. Und einmal da. Wie sieht's mit Baumlanes aus? Können die noch irgendwie irgendwo hier hin? So, hier so, zack. Und zack. Ach, Grafikfehler. Gut. Wir stellen uns einfach vor, dass es schön aussieht. So. Dann hier noch ein bisschen nachgefüllt. Und von mir aus eigentlich auch hier. Ja. 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 Okay, damit, mit den Veränderungen kann ich leben. Die gefallen mir wohl. Doch. Ja, sieht, naja, ich will nicht sagen, sieht schöner aus als vorher. Sieht aber auf jeden Fall, also von der Straße her, es ist jetzt ein bisschen blöd, weil die fette Straße hätte mir hier in dem Bereich besser gefallen und hier hinten nur die dünne, aber jetzt gefällt mir das alles. Das geht wohl. Hat uns nur ein bisschen Kohle gekostet, um genau zu sein, 1 Million. Oh mein Gott. Nun ja, also, Part ist sowieso rum. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mir mit einem Daumen das nach oben signalisiert. Ansonsten würde ich gerne mich über einen Kommentar freuen. Hier wird natürlich wieder fleißig gebaut. Hier werden noch ein paar Skyscraper hingepflanzt und hier unten wachsen sie auch wie Pilze aus dem Boden. Und der ist ja natürlich die oberen 10.000. Wow, was ist denn das? Leck mich fett. Was haben die für ein Problem? Es sind keine Kunden da. Ja, die kommen schon noch. Naja, also in dem Sinne, ich würde mich freuen, morgen wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Und dann zählen wir hier mal die Ameisen. Ne? Das nehmen wir uns vor für morgen. Also für den, in dem Sinne, ich sage immer, glaube ich, zu oft in dem Sinne, kann das sein? In dem Sinne, in dem Sinne. Naja, wie auch immer, tschüssen, bis morgen.